Jetzt ist er. Ah ja. Ja, als ich dann die Fußgängerzone weiter bin, um zu gucken, ob da noch mehr Zeugen sind, dann hat mir dieser Herr eine Broschüre die Hand gezeigt, ob ich es nehmen will. Und dann habe ich das Kreuz gesehen vorne drauf und gucke dann Heurebach, ja. Und dann sage ich, sie standen schon einmal da. Also da kenne ich sie jetzt her. Auf jeden Fall sagt er, weil er ja meine Schilder gesehen hat, die ich da in der Hand, wenn auch verkehrt rum, in der Hand hatte. Ich dann gesagt habe, mal gucken, ob da auch Zeugen stehen, dass ich mit ihnen reden kann. Da habe ich gesagt, und mein Glaubensbruder, der wo die Schilder hochhält, der steht da vorne. Und dann sagt er, also ich finde das gar nicht gut. Bitte sind Sie jetzt nicht böse, wenn ich das so sage. Aber es passt einfach nicht. Sie sollen doch mit Liebe auf die Zeugen zugehen. Und was hat der da auf den Schildern stehen? Das ist alles andere als Liebe. Und er sagt, gut, habe ich gesagt, wenn Sie das so sagen, könnte ja sein. Aber die Passanten, die werden darauf aufmerksam gemacht. Also was glauben Sie, wie viele Menschen da stehen bleiben und mit meinem Glaubensbruder reden? Also ich stehe heute auch zum ersten Mal, habe ich da die Schilder in der Hand. Sie glauben, habe ich gesagt, Sie glauben ja gar nicht, dass das für ein Segen ist. Wenn es den Zeugen nicht gefällt, aber die Passanten werden aufmerksam gemacht. Und das wollen wir auch damit erreichen. Und wenn Sie meinen von Liebe, da habe ich ihm das alles erzählt. Ich habe gesagt, ich habe den Auftrag, auf die Zeugen zuzugehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Ob sie es annehmen oder annehmen können oder nicht, das ist dann nicht mehr meine Sache. Aber ich gehe mit Liebe auf ihnen zu und dann hat ja Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wenn ich nicht mehr unter euch bin und ihr werdet vor die Rathäuser, also vor das Gericht gestellt, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen sollt. Der Geist Gottes wird es euch geben. Und so geht es mir. Ich habe ein Bibelwissen, aber dass ich alles so fließend aussprechen kann, das gibt es nicht. Also wenn ich von mir aus das machen würde, um den Zeugen eine draufzugeben, ja. Also dann wäre ich beim dritten, vierten Satz, wäre mein Wissen zu Ende. Da waren doch die zwei anderen Zeugen, der große Mann, der hat zwei Ringe an, also der war ja, wie wenn es ein Schwuler wäre, so hat er ja, Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade so sage, mit einem langen Mantel und dann ging er ganz nahe auf mich zu, das mag ich sowieso nicht. Mhm. Auf mich hat er das auch gemacht, ja. Bitte? Bei mir hat er das auch gemacht. Ach so. Und weil ich ihn fragte, weshalb sie das machen, ja, also biblisch. Und dann sagt er, wo steht denn das? Dann hat er die Bibel aufgeschlagen, in der Offenbarung hat er mir da was vorgelesen. Aber ich sage, wissen Sie, das ist eine andere Übersetzung und das Wort kommt mir fremd vor. Aber bitte, wenn Sie das meinen. Und dann wollte ich ja weiter nachhaken, gerade mit dem Blut. Dann sagt er, Sie haben mich gefragt, in welchem Auftrag wir das tun. Also in Gottes Auftrag, was in der Offenbarung steht. Und mehr möchte ich mit Ihnen nicht reden. Also finde ich aber unfair. Also man kann sich doch wenigstens unterhalten. Also ich will Ihnen von Jesus erzählen, den Sie nicht haben. Bitte gehen Sie weiter. Und dann habe ich gesagt, natürlich gehe ich weiter. Aber solange Sie da stehen, kann ich Ihnen von Jesus erzählen. Und warum wollen Sie ihn nicht annehmen? Also lieben Sie doch Jesus gar nicht. Dann hat also, und ich habe dann laut gesagt, auch zu Ihnen sage ich das, wie mit Ihren Kollegen, die da vorne stehen. Wir brauchen Jesus unser Licht, aber laut habe ich es gesagt. Hinter mir standen dann auch Leute, wir brauchen Jesus unser Licht, alles andere bringt uns nichts. Ja, dann ist das übliche Grinsen.
Und dann bin ich zurückgegangen, habe gesagt, sehen Sie, ich sag, jetzt halte ich meine Schilder wieder hoch. Wo ich jetzt Sie gefragt habe, habe ich die Schilder nach hinten, da haben Sie nichts gegolten, aber jetzt spreche ich mit Ihnen. Gut, dann halte ich halt meine Schilder wieder hoch, heute zum ersten Mal.